So, einen Wunsch in die Zockermannschaft. Wir hatten wieder kein Glück. Wieder nur Scheiß gekriegt beim Dango-Lotto. Aber wir machen trotzdem Barrios. Die beiden. Was soll schon schief gehen, ne? Abfahrt. Das wird schon. Vielleicht haben wir sogar ein paar mehr Leute als nur einer. Wir haben doch wirklich nur einen. Ja gut. Ich würde sagen, es dauert 30 Minuten, wenn wir zwei machen müssen. Mit nur einer Person, die hilft. Gucken wir mal. Aber erstmal das Übliche. Ihr kennt's. Wir brauchen Zeug. Ich brauch Zeug. Mindestens die Hälfte an Leben brauchen wir noch extra. Mindestens. Aber wir haben den Cutter dabei. Da ist gar nicht mal so schlecht. Auch wenn man bei dem Phoenix cutten kann. Aber wir haben den Cutter dabei. Nein! So. War nicht hier irgendwas? Hier oben, oder? Ach, da hinten war was. Ah ja, hier oben. Ganz, ganz viel. Giftkröte. Ja gut, ich würde sagen, das reicht schon, was wir haben. Dann besuchen wir mal den ersten. Was soll schon schief gehen, ne? Nicht, nein. Ach komm. Ich war doch schon da. So eine Made. Dann nehmen wir hier noch ein bisschen was mit. Mhm. Ach, da unten ist er ja gleich. Perfekt. Hallo. Bin da. Was mache ich? Ich tue Dinge. Was passiert hier? Wow. Hat ja toll geklappt. Oh oh. Ha, diesmal nicht. Ich glaube, bei dem muss man wirklich sägen, oder? Oh, schon daneben. Nein, nicht rollen. Oh, Glück gehabt. Nice, was gebrochen. Au. So. Aufs Maul. Nicht schon wieder. Na. Ah.
zieht er sich schon wieder. Nein, er rollt. Als ob das so lange gedauert hat diesmal. Hä, was macht er? Ich glaube, die Katzen machen die ganze Zeit irgendwelche Sachen mit denen, deswegen ist er verwirrt. Und wenn er verwirrte Sachen macht, dann bin ich auch verwirrt. Oh oh. Schon wieder ab? Natürlich. Okay, gehen wir da lang. Und Schleifen nicht vergessen. Der Typ könnte mal ein Monster holen. So nebenbei. Hm, Giftkröte. Genau, das andere. Da könnte perfekt jetzt das andere Monster holen. Ist ja gleich hier um die Ecke. Oh, der macht Dinge. Ja, er rollt. Ach, als ob. So, aufs Maul. Schön den Kopf gebrochen. Oh. Nice. Nein. Ach, Glück gehabt. Hä? Mach mal Stress. Nein. Oh, guck mal, wie klein der ist. Im Gegensatz zu den anderen. Jaja, nicht meckern. Angreifen. Oh, ist der. Der ist ja richtig niedlich. Im Gegensatz zu den anderen. So. Jetzt bist du dran. Au. Why? Mach doch mal was. Komm. Ult geht noch. Den können wir ihn einschüten. Oder er stirbt einfach. Ja, oder wir töten ihn einfach. Ob es dafür einen Erfolg gibt? Töte ein Monster mit Monster?
War schon cool. Er wurde einfach von der Ulti getötet. Richtig nice. So, jetzt der andere auf jeden Fall jetzt dran. Der verzieht sich erstmal wieder in den Untergrund. Super stoked to be hunting with somebody else. Ach, bin hier. Guck mal, der hat sich jetzt sogar vor Schreck. Oh nein. Er hat sich vor Schreck eingekackt. Da ist auf jeden Fall ein Riesenhaufen. Nein, nicht schon wieder. Nein, 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 nein. Gute Katze. Nein, falscher Weg. Ach, guck mal hier, da hat jemand eine Bombe platziert. Oh nö. Haha, Loser. Geh mal in die Falle rein, bitte. Komm. Erstmal das andere Monster da töten für. Jetzt kann ich. Schön ins Gesicht. Schöne Ding, Harry. Ich wollte ihn auch eingiften. Komm, Gift. Rache! Dafür, dass er mich voll gestänkert hat. So, kann ich ihn irgendwo gegenschleudern? Ich hab doch da was gesehen, oder? Nee. Au! Hä? Oh. Nice. Nein, 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 nein! Nein! Ah, diese Mistbade. Das andere die hat nicht so oft Gift gemacht, Mann. Wie fies. Sag ja, die Kleinen sind die miesesten. Nein. Doch. Und weg, ulten. Nö, nö, nö. Doch. Nice. Aber leider keine Chance für Ult. Da fehlt noch einiges. Ach, guck mal hier. Der hat schon keinen Bock mehr. Perfekt. Auf einmal kann er rennen. Schaut's euch an. Ging aber schnell dafür, dass man zwei machen musste. 15 Minuten gedauert. Also 10 Minuten. Ich glaube, 5 Minuten haben wir fürs Sammeln gebraucht. Nice. Es liegt an unseren beiden Katzen. Ich sag's euch, Leute. Safe. Liegt safe an unseren Katzen. So, du bist eingetütet. Ein F drücken. What? Es geht? Erstmal eintüten. Kleinstes Exemplar, wusste ich's doch. Was? Das geht?
Wenn der schläft, kann man ihn einfach abbauen? Ihn erstmal ein bisschen Erz klauen von seinem Rücken. Wie so ein richtiger Geier. Den haben wir genagelt. Was im Sinn des Wortes? Mit der Pickaxe haben wir ihn genagelt. Und Buddy geplündert. Okay. Ja, fast 60. Und dann brauchen wir nochmal 10 Level. Und alle Sachen sind geschmolzen. Cool. Das bedeutet, wir können wieder hoffen auf gute Trinkets. Wir nehmen das wieder und die Jagd. So. Kriegen wir jetzt seine Waffe? Ja! Nice! Geh weg. Hat er nochmal eine Quest für uns? Nee, geil. Da müssen wir mal gucken, ob die Waffe besser ist oder nicht. Das müsste safe ganz unten sein, oder? Yes, da ist sie. Die ist nicht besser. Die ist sowas von nicht besser. Ich brauche eine Waffe, die mindestens 3 Slots hat. Aber wir können sie trotzdem bauen. Die sieht stylisch aus. Wegen dem Schwert halt. Komm, schmieden wir mal. Aber nicht ausrüsten. Das könnten wir auch schmieden. Kann man die Waffen eigentlich transmocken? Das wäre jetzt die Frage. Kann man die transmocken? Bauen wir mal. Nö. Einfach nö. Die Waffen kann man nicht transmocken. Schade. Nun gut. Ja, jetzt haben wir auf jeden Fall die Waffe gefunden, die uns noch gefehlt hatte. Und sie ist scheiße. Richtig scheiße. Sie sieht zwar gut aus, aber wie gesagt, ich brauche eine Waffe, die mindestens 3 Slots hat. Dass ich da 3 verschiedene Juwelen reinschmeißen kann. Ansonsten, ja, schade. Aber haben wir geschafft und sogar mega schnell. Und sogar das kleinste Exemplar. Was will man mehr? Ja, nice. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und da machen wir, denke ich mal, wenn die Dangos uns Holz sind, die eine Quest mit den 3 Viechern wieder. Sag ich mal hier, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.